Anderle, Bastelzeit oder, naja, Reparaturzeit. Es ist mal wieder ein Chaos Communication Camp vorbei und bei denen gibt es üblicherweise ein kleines elektronisches Gadget und jedes Mal habe ich es irgendwie danach zum Reparieren auf dem Tisch. Diesmal soll es also um das hier gehen. Das ist die sogenannte Cardio. Die gab es, wie gesagt, beim Chaos Communication Camp dieses Jahr und ich würde sagen, wir gucken erstmal drauf, was das denn ist. Erstmal zur Vorgeschichte. Vor zwei Camps war es, glaube ich, da gab es erstmals die Rocket mit einer 0. Die hatten wir hier auch schon gesehen. Mikrocontroller, bisschen Funk drauf und ein Display, um Name anzuzeigen. Ein Camp später gab es dann das Radio mit einer 1 statt einem I. Das war ein komplettes SDR. Da hat man sich gedacht, okay, 0, 1, wie zählen wir binär weiter? 1, 0. Und dadurch kam dann das Cardio hier. Das ist im Prinzip eine Armbanduhr. Die kann man hier so anziehen, hat aber noch ein paar schicke Sachen dabei. Zum einen, wir haben hier einen Pulssensor drauf. Wir haben diverse Sensoren noch dazwischen. Temperatursensoren, Luftqualität und so weiter. Und auf der Rückseite die beiden Metalllaschen, die das Armband hier festhalten. Die sind auch nicht umsonst da. Die sind tatsächlich als EKG ausgeführt. Man kann auch noch weiter hier unten, da seht ihr so Kontaktleisten, da kann man noch weitere Sachen anschließen. Es gab wirklich noch ein komplettes EKG-Kit mit so Pinöppeln, die man sich irgendwie aufkleben kann. Und ja, das Ganze batteriebetrieben. Hier zwischen steckt ein kleiner Lithiumzelle und mal gucken, ist überhaupt noch Strom drauf hier auf der. Yep, wir sehen, da ist jetzt hier so eine Analoguhr. In dem Fall ist ein kleines, ich glaube, es ist ein TFT, kein OLED. Und irgendwie konnte man dann hier genau verschiedene Dinge da drauf anzeigen lassen oder ausführen. Ja. Ich habe noch eine alte Firmware hier drauf, die hatte noch eine Menge Bugs. Müsste ich mal aktualisieren. Das Ganze über einen USB-C-Verbinder. Also relativ Standard. So, ihr habt gesehen, das läuft. Wieso jetzt reparieren? Ich habe da noch eine. Naja, ist nicht ganz meine, aber... mal gucken, was wir damit haben. Wir haben da nämlich Nachtschichten geschoben auf dem Camp. Einer war ein bisschen nicht wach und hat da seinen Kaffee entleert. Und das hier sind die Überreste vom Kaffeeteil. So. Ja, normalerweise, wenn ihr euch irgendwo irgendeine Form von Flüssigkeit in Elektronik kommt, das erste, was ihr machen solltet, versucht, die Akkus irgendwie abzustecken. Ich weiß, das ist leider heutzutage immer mehr ein Problem, weil gerade Handys und so sind halt eher zugeklebt. Da kommt man nicht ran, da hat man dann keine wirklichen Chancen. Das Problem ist, je schneller ihr den Strom wegnehmt, also Stecker ziehen, Batterie ziehen, desto wahrscheinlicher, dass man hier noch irgendwas reparieren kann. Bei Hedem ist das leider vergessen worden, was unter anderem daran hängen könnte, dass neben der Uhr ein ThinkPad lag und das halt auch unter Kaffee war und das dann irgendwie so Priorität hatte. Deswegen ist der hier leider auch ziemlich mitgenommen. Ich würde sagen, wir gucken aber mal, was wir da noch machen können. Eine Ersatzbatterie hatte er sich schon besorgt, der Besitzer, weil er dachte, es wäre nur die Batterie. Es kam eine Meldung, dass die ein Problem hätte, aber... wenn wir uns gleich die Boards von nahem anschauen, dann sehen wir relativ schnell, dass die halt auch ein bisschen was mitbekommen haben. Batterie selber, mal gucken. Mit etwas Glück ist nur die Elektronik hier ein bisschen mitgenommen. Aber ich würde sagen, wir gehen mal näher ran, ergründen erstmal, was denn da drauf ist und ja, was wir da noch retten können, was alles an Schäden da ist. Bonus im Übrigen, bei fast allen diesen Badges aus diesen, ja, nennen wir es mal Hacker-Veranstaltungen, haben wir den schönen Vorteil, dass die kompletten Sources, das heißt also die Schaltpläne und die Boardpläne, meistens Open Source sind. Das heißt, wir können da relativ flott auch erkennen, was wohin gehört, was für Bauteile das sind, die da betroffen sind. Aber wie gesagt, gehen wir mal näher ran. Dann würde ich sagen, schauen wir uns erstmal die Oberseite an, denn die dürfte relativ flott gehen. Wir haben hier einmal einen Schalter, noch einen Schalter, ein paar, ja, wahrscheinlich für Debugging oder so, ein paar Stellen. Wir haben dieses Teil hier mit der Rakete. Das ist extra von beiden Seiten ohne Kupfer. Da sitzt nämlich auf der Platine, die dann da drunter ist im finalen Zusammenbau, eine LED dahinter. Und die kann hier quasi durchscheinen, quasi wie so ein Fenster. Dann weitergehen. Was haben wir hier unten? Wir haben hier zwei große Kontaktflächen.
Keine Ahnung, ob die noch irgendeine Funktion haben. Ich schätze sogar, dass die irgendwie für EKG oder so benutzt werden. Dazwischen dieser wunderschöne Sensor hier. Das ist der ominöse Pulssensor. Da sehen wir hier so ein Fenster. Und das ist, wenn ich richtig im Kopf habe, hier irgendwo, das müssten Leuchtdioden sein, die irgendwie Licht machen. Und hier sitzt dann irgendwie ein Sensor, der die Reflexionen misst. Müsste man genauer ins Datenblatt gucken, wie das am Ende tatsächlich funktioniert. Aber ja, die meisten Pulssensoren arbeiten so, weil wie sonst? Wir haben halt keinen Druck oder so. An der anderen Seite haben wir dann einmal hier das. Das sind Fiducials, nennen sich die Dinger. Das sind im Prinzip ohne technische Funktion. Die benutzen die Bestückungsmaschinen, die automatisch hier zum Beispiel Sensoren und Schalter drauf machen. Diese Pick-and-Place-Maschinen. Die benutzen das als Anhaltspunkt, wie das Board jetzt gerade ist, um dann die Feinjustierung zu machen. Noch ein paar Taster. Fenster. Was ist das? Das sind, glaube ich, zwei Kondensatoren einfach nur. Sonst sehe ich da jedenfalls nichts. Weiter oben haben wir dann noch eine LED hier oben mit dem passenden Vorwiderstand. Nochmal ein Fenster und hier oben diese Reihe. Und die Reihe, das sind auch alles LEDs. Und das sind RGB-LEDs. Das heißt also, die können in verschiedenen Farben dann am Ende auch leuchten. Und wenn wir hier reingucken, dann können wir das auch, denke ich, so ein bisschen zumindest erkennen, dass da mehrere Chips drin sitzen in diesem Paket. Und wenn ich richtig im Kopf habe, sind das so eine Art Neopixel. Das heißt also, es gibt nur drei Pins oder vier Pins, die nach außen gehen. Die eigentliche Ansteuerung der LEDs erfolgt aber digital. Da ist nämlich irgendwo ein Chip drin. Ich glaube, das müsste sogar hier oben dieser Bereich sein, der die Steuerung holt. Das heißt, der kriegt digitale Datensignale, wertet die aus und treibt dann, ich schätze, hier in der Ecke werden sie sein, die LEDs an. Und so kann man das dann in allen Farben leuchten lassen. So, das war es jetzt erstmal zu der Oberseite. Ich denke, man hat gesehen, da ist nicht allzu viel drauf und auch nicht viel Schaden. Das Einzige, was wir sonst noch haben, ist hier das Display. Das ist, glaube ich, ein TFT, wenn ich richtig im Kopf habe. Die sind festgeklebt. Unten drunter ist hier so eine Lötstelle. Und, kleine Side Note, hier diese ganzen Lötstellen, also Display anlöten und festkleben, das wurde alles von fleißigen Helfern auf dem Campgelände gemacht. Weil das hier, diese Displays, gehen halt nur sehr schwer über die Bestückungsmaschine. So, nicht viel Schaden erkennbar auf der Seite. Drehen wir das Ding mal rum und gucken, ob wir hier etwas haben. Und ich würde sagen, auch hier gehen wir dann einmal durch, was wir alles so finden. Wir haben erst einmal hier oben die LED 2. Das ist also nochmal eine LED, RGB-LED auf der Rückseite. Wir haben den Akkuverbinder. Wir haben hier diese Teile, das sind, wo ich eben gesagt habe, wo kein Kupfer ist. Das sind diese Fenster. Transistoren, die dürften wohl, ja, gute Frage, wofür die sind. Und hier können wir auch schon sehen, hier ist ein bisschen Dreck dazwischen. Ich weiß nicht, ob es auf der Kamera gut so erkennbar ist. Aber an der Stelle geht es halt dann schon los mit Korrosionsschäden. Und daneben, ja, das sieht auf jeden Fall nicht gut aus. Oben drüber nochmal eine LED. Fenster nochmal. Ein paar Widerstände nochmal eine LED. Und auf der anderen Seite zur Vervollständigung noch die vierte LED. Das sind die vier Eck-LEDs. In der Mitte ist nichts drauf. Da war lediglich die Batterie festgeklebt. Das sind nur ein paar Klebereste, aber sonst nichts. Und weiter hoch, da haben wir dann den Hauptverbinder. Das ist der, der die eigentliche Verbindung zum anderen Board herstellt, wo dann der Prozessor und alles drauf sitzt. Der sieht sogar noch halbwegs okay aus. Wir haben hier oben an der Ecke da ein bisschen Dreck dran. Aber das sieht mir jetzt alles so aus, ob das eventuell mit ein bisschen Alkohol weggehen könnte. Kümmern wir uns mal um die Unterseite. Da wird es dann wahrscheinlich interessanter. Wir haben einmal die Unterseite, an der das Band eigentlich fest ist. Da ist nicht viel zu sehen. Wir haben hier die einzelnen Anschlüsse, nirgendwo Dings zu sehen, unten ein bisschen was und ja, das hier ist, glaube ich, für Micro-SD-Karten-Slot, wieso auch immer man den am Handgelenk haben möchte. Das Ganze im Übrigen 4-Layer-PCB, sieht man hier schön. So, auf jeden Fall hier unten nichts zu sehen, aber wenn wir rumdrehen, dann ja, das sieht auf jeden Fall nicht gut aus. Wir werden es gleich noch genauer sehen. Fangen wir auch hier mal wieder an der Ecke an. Wir haben den USB-C-Anschluss und da geht es schon so ein bisschen los. Hier ist auf jeden Fall sehr viel Schmodder abgeblieben.
Wir haben da drunter LEDs. Das sind, glaube ich, die, die durch die Fenster scheinen. Hier und hier oben. Das sind diese Fenster-LEDs. Spule mit einer Antenne. Das Ding hat nämlich Bluetooth. Hier unten haben wir jede Menge Sachen. Unter anderem der hier. Das dürfte der Luftqualitätssensor sein oder gewesen sein. Ich habe die Befürchtung, der hat zu viel Kaffee geschluckt, als dass der nochmal in Betrieb kommen könnte. Auch der hier sieht jetzt nur so mäßig gut aus, wobei das auch Flachs sein könnte. Wenn wir dann weitergehen, wir sehen hier auf diesen Widerständen, da ist definitiv noch irgendein Rückstand und ich glaube nicht, so wie das aussieht, dass das Flussmittel ist, das dürfte definitiv Kaffee sein. Das zieht sich dann auch durch bis hier hinten und hier haben wir dann, ja, also wenn wir uns hier dieses Ding von hinten angucken, den Vibrationsmotor, da ist definitiv Dinge korrodiert. Das sieht alles nicht gut aus. Auch daneben, wir gucken hier, da ist auf jeden Fall etwas, da könnte sogar etwas abhanden gekommen sein an Bauteilen. Ansonsten nochmal LEDs, nochmal die andere Seite von dem Verbinder und hier oben die Ecke auch hier an dem Chip ist doch sehr viel Korrosion dran. Das Problem ist, dass hier teilweise BGAs verbaut sind, also zumindest der hier und der Hauptchip, das sieht nach BGA aus. Die sind nur sehr schwer zu reflowen. Das wird spaßig, wenn die was abbekommen haben. Auch hier beim Hauptchip, das dürfte von der Stromversorgung sein, da ist ziemlich mitgenommen. Ja, ich werde jetzt erstmal hingehen, werde mir irgendwie eine Zahnbürste und wenn möglich eine Art von Reinigungsmittel, irgendein Alkohol oder so besorgen und dann erstmal alles abwischen. Dann können wir eventuell schon mal sehen, was jetzt wirklich nur Kaffee ist, der hier drauf hängt, weil gerade hier so, wo die Traces sind, das geht halt so weg, wenn man da einfach nur mal putzt. Das ist halt die einfache Variante und danach müsste ich gucken, welche Bauteile betroffen sind. Denn ja, gerade hier oben, hier sehen wir zum Beispiel zwischen diesen beiden hier, wenn wir näher rangehen, da ist also wirklich schon eine Menge Schmutz dazwischen. Und es könnte einfach sein, dass durch den Widerstand, der dadurch hier rausgekommen ist, dass das schon irgendwie Probleme ausgelöst hat und Fehlfunktionen. Denn letzte Meldung war, dass das Display zeigt, dass die Batterie schlecht wäre und die ganze Zeit der Vibrationsmotor hier Krach machen würde. Vibrationsmotor Krach machen wird wahrscheinlich der hier sein, dass irgendwie entweder hier oben in der Ecke ein Kriechstrom bis zum Transistor hier kommt, der den ein- und ausschaltet, oder dass er direkt sich irgendwie einen Weg gefunden hat hier auf Ground und deswegen der gesteuert wird. Also das zu beheben dürfte relativ simpel sein, dass es entweder hier in der Ecke oder hier, eventuell ein, zwei Bauteile tauschen. Das Problem ist, das Battery Bad, das könnte halt hier der Hauptprozessor sein und ja, gut. Ich bade das Ding erstmal in Alkohol, das ist immer eine gute Methode und ja, dann gucken wir einfach gleich mal, ob wir da noch irgendwas repariert bekommen und was er so sagt. Also, schauen wir mal, ich habe hier so ein bisschen Pumpgedönse, holen wir uns da ein bisschen Alkohol hier mit der schönen alten Zahnbürste und gehen wir mal hier drüber. Und wir sehen hier schon, also zumindest hier, das geht relativ gut weg. Also ich glaube nicht, dass wir da allzu große Probleme bekommen. Wie sieht es hier oben aus? Und auch hier sehen wir, dass Alkohol sehr schnell Wunder bewirken kann. Eine Menge von dem Dreck ist schon durch das Bürsten jetzt weg. Und auch hier, wenn wir jetzt mal darauf gucken, wie der USB-C aussieht, gerade hier die oberen Pins, die sind ja doch ziemlich dreckig. Jetzt einmal mit Alkohol drüber. Und zack, alles wieder wie neu. Sehr schön. So soll das aussehen. Okay, ich denke, das sollte jetzt erstmal reichen. Ich lasse das Ding jetzt hier erstmal trocknen. Der Alkohol sollte relativ flott verdunsten. Wir sehen es ja schon, der verschwindet da immer mehr. Und wenn es dann trocken ist, würde ich sagen, ich mache entweder eine Batterie dran oder ich versuche es erstmal nur mit USB-C, ob er dann irgendwas sagt. Sinnvollerweise vorher zusammenstecken. Und mit etwas Glück kriegen wir dann ja ein Bild und hoffentlich keinen Fehler mehr. So, alles wieder halbwegs trocken. Testen wir mal, was das Ding so sagt. USB ran und okay, er zieht etwa 40 mA, 32. Versuchen wir mal einzuschalten.
Nein, da tut sich nichts. Aber das kann es natürlich auch sein, dass er unbedingt eine Batterie haben möchte. Das ist leider auch nicht wirklich ungewöhnlich. Also machen wir das nochmal auseinander. Ich habe es nicht festgeschraubt. Ich hoffe einfach mal, dass das so geht. Ich meine, die Pins hier, diese Ecken, die waren fürs EKG. Das sollte nichts ausmachen. Und da löst sich gerade der Kleber und kommt in irgendwelchen Flocken ab. Holen wir mal die ganze Batterie hier. Zack. Dann der hier da drauf. Versuchen wir das nochmal. Einschalten. Nichts. Wir versuchen die Batterie zu laden. Etwa selbe Milliamperezahl. Und nichts tut sich. Das klingt fast so, als ob wir da noch ein bisschen mehr suchen müssen nach irgendwelchen Fehlern. Vor allen Dingen, da man halt auch nirgendwo so wirklich drankommt und also halt übereinander sind. Das ist nicht gut für die Fehlersuche. Also, wir wissen, dass es einfach nicht funktioniert. Dann müssen wir wohl oder übel komplizierter rangehen. Machen wir erstmal Bestandsaufnahme. Was ist aktuell der Fall? Ich sehe, dass ein bisschen Strom gezogen wird, also irgendwas auf dem Board lebt noch. Allerdings, es scheint nichts wirklich aktiv zu sein. Ich habe weder etwas auf dem Bildschirm, ich kann aber auch per USB kein Gerät sehen. Das heißt also, normalerweise meldet er sich per USB beim PC und sagt, hallo, ich bin serieller Port oder hallo, ich bin Massenspeicher. Da das beides nicht geht, würde ich momentan schätzen, dass der Hauptprozessor hier nicht läuft. Klar, es kann jetzt natürlich sein, dass sowohl die USB-Buchse einen weg hat, als auch zum Beispiel der Verbinder nach oben Richtung Display oder so. Aber eher unwahrscheinlich. Kein Display, keine LED, kein USB. Das klingt eher hier nach. Um den Fehler dann zu finden, müssen wir wohl oder übel dann wohl doch ein bisschen logischer vorgehen. Und zwar, though shall measure voltages, sind alle Spannungen da. Die Sache ist nämlich, naja, hier auf unserem USB-Port, der hat hier leider zwei Reihen, aber hier müsste 5 Volt irgendwo reinkommen. Wenn wir hier mal näher rangehen, sehen wir auch, hier ist ein dicker Trace, das dürfte unsere 5 Volt Schiene sein. Da können wir natürlich erstmal gucken, ob überhaupt der Port Verbindung hat. Ich gehe von ja aus, weil wie gesagt, wir haben schon etwas, wo Spannung reingeht. Und von da aus geht das aktuell, wenn wir so auf den Schaltplan gucken, da oben in die Ecke. Das hieße hier dieser IC, der PMIC, Power Management IC. Das hat damit zu tun, dass hier sehr viele verschiedene Spannungen drauf sind. Wir haben 3,3 Volt, 1,8 Volt, wir haben die Batterieladefunktion und der hier steuert das quasi alles. Das heißt, wir müssen gucken, ob der wirklich alle Spannungen, die sinnvoll sind, erzeugt. Wenn nicht, haben wir da auf jeden Fall ein Problem. Dann muss ich an der Ecke weitersuchen, wo das denn abhanden kommt, die Spannung und welche. Ganz praktisch dabei ist natürlich, ich habe ja selber noch meine eigene Batch. Das heißt, ich habe immer die Möglichkeit, bei mir nochmal nachzumessen, stimmt die Spannung oder ist das bei mir auch so. Kann ja zum Beispiel sein, dass gewisse Spannungen im Standby ausgeschaltet sind. Und ja, das ist dann mal die erste Methode, mich da vorzuarbeiten. Also fangen wir mal genauso an, wie ich das gesagt habe. VCHG, das ist die Spannung vom USB-Port. Zeigt er hier 4,8 Volt an. Das ist, ja, passt schon irgendwie. So genau ist das Messgerät hier nicht mit der Einblendung. Sollte also kein Problem sein. Und wie gesagt, war ja auch zu erwarten. Wir haben ja einen gewissen Stromverbrauch. Auf dem Schaltplan konnte ich dann auch sehen, dass oben noch die grüne Sicherung mit dran ist. Auch die zur Sicherheit nochmal gemessen. Auch da 4,8 Volt. Passt. Also, it's never the fuse. Wie immer. Dann gehen wir mal rüber zum PIMIC. Das ist die Stelle, wo ich auch am ehesten erwarte, dass was da ein Problem gemacht hat. Zum einen, es ist halt das, wo alle Spannungen herkommen. Das heißt also, wenn da was kaputt gegangen ist in der Spannungserzeugung, ist es sehr wahrscheinlich hier. Und zum zweiten, ja, da kommen halt alle Spannungen zusammen und Spannung plus Flüssigkeit gleich bäh. Also, wenn die Flüssigkeit Schäden angerichtet hat, dann ist das auch ein relativ guter Kandidat, wo das passiert sein könnte, weil da sind halt die ganzen Spannungen, selbst wenn wir ausgeschaltet haben, ist da ja die Akkuspannung vorhanden, es ist der Standby-Strom vorhanden und ja, deswegen guter Kandidat. Also auch hier zur Sicherheit mal das Charge-In da gemessen, auch alles okay, keine Probleme, also gehen wir mal weiter zu den einzelnen Spannungen. Oben an den drei Caps, da haben wir erstmal auf dem linken 1,8 Volt, alles okay, 3,3 Volt, auch die da, dann gibt es daneben noch ein 3V3 Top,
Was auch immer das ist. Es kommen jedenfalls 3,3 Volt raus. Ein VSYS gibt's noch, sieht auch okay aus. Und die Batteriespannung, 4,2 Volt. Das klingt irgendwie nach so einem Batterieladeschlussspannung. Ist ja gerade nichts angeklemmt, also das kommt eigentlich auch hin. Das ist natürlich jetzt schlecht für mich, heißt, die Spannungen sollten alle da sein. Zur Sicherheit bin ich dann nochmal die Steuerleitungen durchgegangen, denn es gibt da so ein Not Reset und Not Enable und so weiter. Aber auch die waren auf den richtigen Pegeln, also es ist auch nicht so, dass irgendwie der Chip in Standby gezogen wird. Heißt also, Stromversorgung ist okay, dann bleibt leider nur der Hauptprozessor. Und das ist jetzt ein kleines Problem, denn der Hauptprozessor ist halt großteils BGA. Das heißt, ich komme mit meiner Messspitze auch nicht irgendwo hin und kann da mal eben was messen. Was ich natürlich machen kann, ist daneben den Kondensator mal messen. 3,3 Volt sollen rauskommen, 3,3 Volt kommen raus. Also, die Spannung kommt bis hierhin. Der sieht zwar jetzt nicht mehr ganz so schön aus, der Kondensator, da ist ein bisschen Belag, aber wenn man da mit der Messspitze mal drüber geht, ist der auch relativ flott weg. Ich hab's zur Sicherheit nochmal nachgelötet, aber nee, keine Änderung. Was mir da jetzt da noch begegnet ist, das ist dieses seltsame Konstrukt hier mit VDDB. Keine Ahnung, was das soll, aber hier sind irgendwelche Dinge, die geschaltet werden können. Das läuft über diesen schönen Transistor hier. Den habe ich zur Sicherheit dann auch nochmal gemessen, aber sieht auch alles sauber aus. Der schaltet richtig durch. Also auch die Spannung sollte eigentlich unter dem BGA da vorhanden sein. Und sonst ist da eigentlich auch nichts da beim Hauptprozessor. Also die ganzen 1,8 Volt und so, die gehen irgendwie nur zu den Sensoren. Da ist nichts am IC. Das heißt, der sollte laufen. Wie kriegen wir denn jetzt raus, ob er läuft? Na, wird schwer. Theoretisch kann man die Quarze messen, das ist immer ein relativ guter Indikator. Das ist leider hier jetzt nicht ganz so einfach, denn der Hauptquarz hat keine Kondensatoren in der Nähe. Die werden wahrscheinlich im Chip drin sein und noch schlimmer, es ist ein SMD-Bauteil und die Pads sind so klein, dass ich nirgendwo dran komme. Also messen ausgeschlossen. Ich habe da noch ein bisschen rumprobiert. Hier oben drüber, da ist dieser Flash-Chip, da ist wahrscheinlich irgendwie Firmware oder so. Und das Ding hat eine Clock-Leitung. SCK. Die habe ich mal geprobt, habe das Ding auch mal neu gestartet und so weiter. Auf dem Oszilloskop war nichts zu sehen, das heißt keine Clock. Es ist zwar nicht zwingend erforderlich, dass da eine Clock hingeht, weil der hat halt auch seinen internen Flash und könnte von da booten, aber irgendeine Aktion hätte ich da doch schon erwartet. Was heißt das jetzt? Naja, dasselbe wie vorher. Wir sind auch nicht schlauer geworden, also nicht viel. Der Hauptprozessor tut nichts. Was wir jetzt allerdings wissen, es liegt nicht an der Stromversorgung. Und viel mehr ist da nicht. Wir haben die Stromversorgung, den Quarz, da sollte irgendwo Leben rausfallen und nirgendwo ist was zu sehen. Was aber dann zu sehen war, bei genauerem Hingucken, ihr erinnert euch an den einen Kondensator, der eben nicht so toll aussah. Ja, wenn wir mal von der Seite so unter den Chip gucken, also die Lötbälle da drunter. Ja, gut sehen die nicht aus. Ich komme aber natürlich auch nirgendwo dran. Es gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Ich könnte natürlich den ganzen Chip entlöten, sauber machen, neu auflöten und so. Nur die Wahrscheinlichkeit, dass er das überlebt, ist relativ gering, denn ich habe zwar hier Zeug für SMD-Reballing, heißt das. Das heißt also, die Lötbälle danach wieder neu drauf machen und den BGA auflöten. Aber ich habe es noch nie gemacht. Und meine Motivation, das jetzt hier bei dem Ding zu machen, hält sich auch stark in Grenzen. Wenn es sein muss, okay, probiere ich's. Wenn es nicht sein muss, gerne. Also gehe ich einfach mal den Weg, den manche Leute nicht so gerne mögen, weil es nicht der saubere ist, aber es ist der einfache, und zwar einfach Reheating. Das heißt also, ja, ich gebe einfach mal eine gute Portion Flachs außenrum, also Flussmittel, und dann wird das Ding heiß gemacht, dass der Lötzinn darunter schmilzt, das sind solche kleinen Bällchen. Und mit etwas Glück, naja, wir heizen die Lötstellen auf, eventuell geht durch den Flachs und so weiter die Oxidation dann auch ein bisschen weg, das Ding kriegt wieder Kontakt, wenn wir sehr viel Glück haben, naja, dann haben wir danach wieder einen funktionierenden Prozessor und irgendwas an Aktion zumindest. So, dann schauen wir mal, ob das geholfen hat. Einfach mal einstecken und gucken, was passiert. 10 mA, 13 mA, 14 mA. Und ich sehe am PC ein CDC-ACM-Gerät, also eine serielle Schnittstelle. Das kommt hin. Wenn der normal bootet, macht er eine serielle Schnittstelle für dieses MicroPython. Also irgendwas lebt wieder. Der Chip scheint wieder da zu sein.
Würde ich sagen, testen wir das doch mal mit Display hier. Den mal hier drauf. Im Moment noch ohne Akku, aber Display müsste eigentlich trotzdem funktionieren, wenn er hochfährt. Und aha, sehr schön. Da ist etwas am Leben. Gut. Ja, testen wir direkt mal, was hier so drauf ist. Ich muss gestehen, ich habe die neueste Firmware schon drauf gemacht. Das Ding hatte ich eben schon mal getestet. Da ist mir aber leider mal wieder die SD-Karte verreckt. Die Dinger sind super. Ich muss mir doch mal eine Kamera mit zwei SD-Karten holen, so RAID 1 und so. Man kann hier das Ding nämlich in den Bootloader versetzen. Der unten rechts drücken, dann oben drücken und dann kommt er hier so hoch. Meldet sich beim PC wie ein USB-Stick an als Massenspeicher und man kann einfach von der Webseite die aktuelle Firmware rüber kopieren. Ich schreibe dann hier einmal kurz Writing und wenn man meinen PC auswirft, macht er automatisch das Update und startet dann in diese aktuelle Firmware. Das ist die mit dem Logo hier und so. Ich glaube, das war vorher nicht. Und hier sind ein paar Sachen schon vorab im Menü definiert, die vorher nicht drin waren. Zum Beispiel der BHI 160, das ist einer der Sensoren. Und wenn wir jetzt hier mal gucken, Orientation, wenn ich den drehe, dann sehen wir jetzt bei X, yep, die Zahl ändert sich. Also der Orientierungssensor funktioniert noch. Was haben wir noch? Accelerometer. Ich denke, er tut was. Ich kann zwar nicht wirklich was Sinnvolles erkennen, aber die Werte ändern sich relativ flott. Ich hoffe einfach mal, das passt. Gyroskop. Yep, definitiv Änderungen. Und das war's. Damit sind wir wieder bei Orientation. Dann gehen wir nochmal ins Menü. Da gibt es nämlich, glaube ich, auch den BME 680. Perfekt. Oh, das wundert mich jetzt. Das sind halbwegs vernünftige Werte. 27,3 Grad ist zu hoch, aber die hier sind dafür bekannt, dass sie zu hoch messen. Nicht die Sensoren, aber zumindest hier in dem Cardio-Umfeld. Ich weiß noch nicht, ob es einfach daran liegt, dass irgendwas Warmes in der Nähe ist. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, da fühle ich nichts. Vielleicht ist es aber auch einfach eine Software-Sache, dass man den schlafen legen muss, um da sich nicht intern zu erhitzen. Ja, mal gucken. Aber was mich wundert, 32% Luftfeuchte. Das klingt halbwegs sinnvoll. Ich hätte jetzt erwartet, wenn da Kaffee rein ist, der ist von oben offen, da ist einfach ein Loch drin, dass der Kaffee da rein ist und alles kurz geschlossen hätte für die Luftfeuchte-Messung, weil das ist halt für Luftfeuchte-Beschläg da gedacht und nicht für komplett unter Kaffee gesetzt. Und trocknen ist halt auch nicht. Ihr habt ja gesehen, wie der Rest aussah. Aber wir können ja mal testen. Ich kann mal reinhauchen. Und ja, es geht definitiv hoch. 56% jetzt. Also, der scheint noch zu leben. Das wundert mich jetzt tatsächlich. Also, hätte ich nicht mit gerechnet. Gut, was haben wir noch? LSD-Nickname können wir machen. Damit können wir die ganzen LEDs einmal machen. Ich halte mal zu. Ich glaube, hier ist noch eine Nickname-Datei drauf. Ja, ist. Auch die LEDs, sieht alles gut aus. Hier oben die laufen alle. Die blaue leuchtet, die orange leuchtet und die grüne leuchtet auch. Also auch das ist alles da. Sehr fein. Dann, was fehlt denn noch? Der Akku. Den können wir natürlich noch testen. Machen wir mal alles ab hier. Wir hatten gerade ausgeschaltet 14-15 mA. Nehmen wir den mal. Rot nach außen war das. So, ich habe zwar jetzt nichts zum Festkleben, aber das passt schon. So, so rum. Aufpassen, keine Kurzschlüsse zu erzeugen. Und dann machen wir mal den Strom wieder dran. Und, wow, 100 mA. Okay, gut, er geht auch an, aber machen wir nochmal aus. Ausgeschaltet immer noch 15 mA. Also ich bin mir nicht sicher, ob er lädt. Könnt ihr aber mal einfach testen, ob der Akku überhaupt geht. Ja, der Akku geht. Auch beim Ausziehen geht es. Es kann jetzt natürlich sein, dass der Akku einfach voll ist und deswegen kein Ladestrom fließt. Aber nee, das sollte eigentlich passen. Wie können wir das denn? Ich kann mal den anderen holen, denn ihr erinnert euch an den anderen Akku. Den habe ich auch mal auseinandergenommen und einfach sauber gemacht und Überraschung, er funktioniert. Er hat auch noch eine Spannung irgendwie von 3,2 Volt oder so, also der scheint noch am Leben gewesen zu sein. Das können wir jetzt hier mal einfach gucken, ob der auch was sagt. Das ist natürlich ein bisschen aufpassen, hier ist kein Captain Tape drum. Als Isolierung,
Aber prinzipiell sollte der Akku funktionieren. Schalten wir mal ein auf Akku. Das geht. Okay. Und jetzt hat er einmal vibriert und ist wieder ausgegangen. Das war wohl Akku leer. Stecken wir mal ein. 100 mA. Und wir haben ein Akku-Leer-Symbol hier oben in der Ecke. Also er ist definitiv den Akku am Laden gewesen. Das kommt dann hin. Also klappt der Akku und der hier hat dann auch funktioniert. Wunderschön. Was haben wir noch? Eigentlich sind wir soweit durch. Wir können EKG noch testen. Ich glaube, da ist inzwischen auch eine funktionierende App dabei. Zumindest mal so ein bisschen was sollte man da sehen. Denn das Problem ist, der EKG-Chip, der arbeitet halt mit sehr geringen Strömen. Und ich will nicht wissen, was da los ist, wenn da irgendwie durch Dreck, zum Beispiel durch den Kaffee, zum Beispiel 5 Volt oder so auf so eine Schiene gekoppelt werden, die eigentlich nur für Millivolt gedacht ist. Gucken wir mal. Ich meine, hier war ECG oder so, habe ich eben gesehen. Yep. Da müssen wir jetzt aber mal das Ding auf den Arm irgendwie bewegen. Moment. Und ja, da ist tatsächlich ein Puls. Also auch der scheint noch zu funktionieren. Ist nicht sonderlich genau, aber ja. Über die BPM lässt sich streiten, aber die Pulse sehen eigentlich ganz gut aus. Ja, ich würde sagen, das hat doch deutlich besser funktioniert, als ich das erwartet hätte. Wir haben das Ding hier wieder in Funktion bekommen und zwar offenbar vollständig. Also zumindest die Sensoren für die Apps hier drauf sind gerade. Die sehen alle so aus, als ob sie halbwegs sinnvolle Werte liefern und das nach Kaffee. Okay. Sehr geholfen hat dabei natürlich, dass wir die ganzen Schaltpläne und Bordpläne und alles mögliche da hatten. Ja, Open Hardware hat halt seine Vorteile. Entsprechend war es relativ einfach rauszukriegen, wo die Spannungen sind und dann halbwegs geordnet vorzugehen. Ich weiß, kennt man von mir nicht, aber wenn ich halt gar keinen Anhaltspunkt habe, wo es hängen könnte, dann ist das wohl oder übel dann eine sinnvolle Methode, so vorzugehen. Und so konnte man es dann relativ schnell auf die CPU eingrenzen, war mir gesehen. Im Prinzip war es nur sauber machen, die CPU einmal heiß machen und dann lief es wieder. Ja, mir ist klar, das ist nicht das, wie man das machen sollte. Normalerweise müsste man Reballing machen und hier bla und neue Bälle und neu löten. Ich gehe einfach mal davon aus und hoffe, dass das Flussmittel einfach den Dreck da unten drunter rausgespült hat und das jetzt keine Probleme mehr gibt. Wenn doch, hey, dann kriege ich es nochmal auf den Tisch. Hey, kriege ich da eine kostenlose Reparatur nochmal hinten dran. Und wir haben dann sehr viel Spaß, weil ich mich dann mit irgendwelchen BGA beschäftigen muss. Ja, ansonsten, der Akku ist auch noch in Ordnung. Den werde ich mir mal irgendwo weglegen. 200 mAh kann man eventuell noch einen Sensor oder so mitbauen. Ich habe da schon ein bisschen was an Ideen. Und ja, ich würde mal sagen, der hier, den können wir mal wieder ausschalten und dann geht er in die Tüte und wieder zurück. Natürlich mit dem Hinweis, bitte keinen Kaffee mehr daneben benutzen. Und ich würde mal sagen, damit ist das hier alles besser geglückt, als ich mir das erwartet hätte und tut alles wieder, was es soll.